Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Ursina Donatsch. Je mehr eine Frau das Gefühl hat, hey, ich gefalle mir, ich finde mich sexy, ich bin attraktiv, ich möchte gerne guten Sex mit dir, desto weniger persönlich nimmt sie den Pornokonsum für ihren Mann. Ursina Donatsch studierte an der Universität Zürich Psychologie und arbeitet heute in ihrer Praxis als Psycho-, Sexual- und Paartherapeutin. Für ihre Doktorarbeit befragte sie über 1000 Personen, die in der Schweiz in einer Paarbeziehung leben, nach ihrem Pornokonsum. Die Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit fasste sie in ihrem Buch Pornos und Partnerschaft zusammen. Seit 2019 ist sie am Zürcher Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie und am Institut für ökologische systemische Therapie als Dozentin und Supervisorin tätig. Daneben ist sie selbst Erfahrungstherapeutin im Einzelsetting und mit Gruppen und gibt Fortbildungen für Fachpersonen zu Themen wie Sexsucht und Pornosucht oder offene, polyamore und queere Beziehungen. Ursina Donatsch, wir haben schon mal einen Podcast miteinander gemacht. Dort hast du aber noch Ursina Brun del Rey geheißen. Was ist jetzt da los? Wieso heisst es jetzt plötzlich Donatsch? Ist Ursina Brun del Rey zunächst beim Namen von einer Pornodarstellerin gewesen? Nein, das ist ja so ein exquisiter Name. Das ist, wäre kein Problem. Nein, aber das finde ich schon noch. Wenn der entscheidet, das ist ja massiv. Das ist mein Mädchenname, wo ich da zurück zu den Bündner Wurzeln mit dem Namen Donatsch. Genau. Aha. Brun del Rey willst du jetzt nehmen? Weil das ist komisch, oder? Du schaust auf der Homepage und da steht dort vormals Brun del Rey. Das ist wie Metzgereien, die heissen vormals Müller. Das ist eine Übergangsfrist mit dem vormals. Das mache ich jetzt einfach bis ins Internet und alle meine Klienten und Klientinnen das langsam kombiniert haben und dann fällt dann das weg. Gut. Das geht schnell, bis die also, sich an das gewöhnt haben. Da mache ich mir keine Sorgen. Frau Donatsch, du hast ein spannendes Buch veröffentlicht. Betonung auf A. Donatsch, Frau Donatsch, du hast ein spannendes Buch veröffentlicht und das heisst Pornos und Partnerschaft. Ist das quasi eine Betriebsanleitung? Das heimelt mir gerade, Frank. Das ist ein bisschen eine Betriebsanleitung, genau. Und zwar ist es mir wichtig, dass man weiss, dass die Paare, aber auch Einzelpersonen, ein bisschen eine Anleitung bekommen, wie denn das überhaupt zu machen ist, damit es nicht Nebenwirkungen hat. Also einerseits auf Partnerschaft, aber auch, dass nicht eine Art die Kontrollen ein bisschen abhanden kommt beim Pornokonsum. Weil Fakt ist ja, alle schauen, praktisch alle schauen, relativ häufig, also Zahlen sind ja da recht prägnant und das ist ja nicht mehr wegzudenken. Also es findet sowieso statt und viel gibt es aber Sorgen diesbezüglich. Also einerseits die Sorge von einigen Männern, man weiss, dass etwa ein Drittel der Männer sagt, ich habe ein Problem damit. Da muss man jetzt nicht verstehen, gerade Pornosucht, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern einfach nur schon der Fakt, dass ein Drittel der Männer findet, ich habe das nicht so ganz im Griff. Und das finde ich Anlass genug, um darüber zu forschen oder auch eben darüber zu schreiben und auch eine Anleitung geht zu, ja, wie kann man denn das im Griff behalten? Und insbesondere auch innerhalb von einer Partnerschaft. Weil es ist ja offenbar so, dass nicht einfach gilt, ja, jetzt sind wir ja da miteinander und dann haben wir ja miteinander Sex, sondern anscheinend ist es ja auch so, dass man gleich noch eine eigene Sexualität lebt, die meisten Paare. Und darum auch dort die Frage, ja, beißt sich denn das, wenn ich jetzt da selber noch eine Solosexualität lebe, obwohl ich in einer Partnerschaft bin und auch noch Pornos dazu schaue? Und da gibt es recht unterschiedliche Empfindungen von diesen Paaren da dazu. Also, ich hoffe, ich kann mir all das merken, was du angerissen hast, thematisch. Ich weiss, ich bin schnell. Ja, fangen wir ganz von vorne an. Du sagst, alle Männer und rund 80% der Frauen schauen Pornos. Was sind denn überhaupt Pornos? Was ist Pornografie? Pornografie ist eigentlich einfach eine Quelle für sexuelle Erregung, Steigerung, sozusagen. Also Darstellung, also die Definition ist Darstellung von sexuellem Akt oder sexuellem Geschlechtsteil, wo mit dem Ziel, zum der Konsument zu erregen. Und der Unterschied zwischen einem Sexfilm und einem Pornofilm ist marginal? Ja, laut Definition, also Sexfilme sind
mehr mit einer Handlung, das sagt ja so das Wort Film eigentlich schon. Und, ja, aber Pornofilm gibt es auch. Ja, aber das braucht man einfach nicht so. Das ist ja, nicht, das ist ja nicht um nichts. Dass man nicht so sagt, ich schaue einen Pornofilm. Das hat, das, ja. Ich bin sicher, das hat schon auch eine gewisse Bedeutung, weil Pornos sind okay. einfach kurze Sequenzen, wo es um ein viel klares Ziel geht. Und bei einem Sexfilm, eben auch mit Betonung auf Film, geht es ja viel mehr auch um eine Geschichte, um eine Handlung, eben wie irgendein Kinofilm oder so ein Film. Also gibt es schon einen kleinen Unterschied, kann man sagen. Der Porno ist viel, viel dedizierter, ausgerichtet auf eine Erregungssteigerung für den, der schaut, oder die Person, die schaut. Also, was passiert denn jetzt mit dem Hirn, wenn man einen Pornofilm schaut? Also einerseits ist im Hirn das Dopaminsystem angeregt, aber das ist nicht einfach nur der Porno, sondern eben nachher die sexuelle Erregung, die ja stattfindet. Also wenn man einen Porno schaut, wo man sexuell erregt ist, da kann natürlich auch ganz viel anderes stattfinden im Körper, wenn man zum Beispiel einen schaut, oder es gibt eine Filmszene, die einem zum Beispiel abtörnt, dann passiert natürlich wieder ganz etwas anderes im Körper. Aber gehen wir jetzt einmal von dieser Frage aus, wo du wahrscheinlich darauf abzielst, dass man einen Porno schaut, wo man so sucht, dass er einem erregt. Und dann passiert im Körper das, was bei jeder, also der Erregungsreflex ist ausgelöst und dann gibt es eine Erregungssteigerung, das heisst Durchblutung von den Geschlechtsteilen und eine gesamte körperliche Anregung, also der Puls geht auf und so weiter. Das ist das vegetative Nervensystem und im Hirn passiert noch das Dopaminsystem, das angekickt wird. Also das ist so das, wo einen Adrenalinkick auch gibt oder auch das Belohnungssystem, das ist der andere Teil, wo aber allgemein bei Sex eigentlich angeregt wird. Du sagst, wer mit sich und seinem Pornokonsum im Reinen ist, auch einen guten Umgang mit dem Thema hat, also die Partnerschaft nicht belastet und zufriedener ist. Wie kommst du zu dem Schluss? Das habe ich in meiner Studie tatsächlich signifikant so gesehen, dass wenn man mit sich, ja, wie du sagst, im Reinen ist, auch kein schlechtes Gewissen hat, auch findet, dass, also im Reinen sein, will ich einfach noch kurz ausführen, auch findet, ja, das ist okay, das darf ich, das beißt sich nicht, die scheinen tatsächlich dann auch in der Partnerschaft wie eine gesündere Vorstellung auch zu haben von Solosexualität, eine eigene Sexualität zu haben, ist okay und das beißt sich nicht mit einer partnerschaftlichen Sexualität. Im Gegenteil, wir wissen, dass je mehr man investiert in die eigene Sexualität, in sexuelle Selbstsicherheit, dass man sich selber, dass man weiss, was man gerne hat, dass man weiss, was einem erregt, dass man weiss, wo aber auch Grenzen sind, was man nicht gerne hat und so weiter. Das kann man dann ja auch, das ist dann ja auch im Porno so, dass man wie das schaut, wo man gerne hat und auch so ein bisschen die eigenen Sachen erkennt, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen und Wünsche. Und wenn man das gut investiert hat, dass man dann ist man auch zufriedener in der partnerschaftlichen Sexualität, weil man dann auch viel eher kann am Partner oder der Partnerin sagen, oh du, ich weiss, das gefällt mir nicht so, oder ich hätte gerne so und so, oder ich würde gerne die und die Berührung oder die und die Art von Sex. Also, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie unterscheidet sich Pornos für Frauen von Pornos für Männer? Beziehungsweise, wie funktionieren Pornos für Paar? Also ich glaube nicht, dass es da eine Sparte gibt, Pornos für Paare. Also das wäre mir absolut neu. Weil das ist, wie soll ich sagen, das wäre jetzt wie so ein bisschen ein Nischenprodukt. Das müsste man eigentlich mal anfangen darüber nachdenken. Guter Punkt. Aber ja, es ist wirklich so, dass es der Mainstream-Porno ist klassischerweise auf Männer ausgerichtet und wird auch so produziert, dass das, was für Männer interessant ist zum Schauen, auch abgerufen werden oder auch so gespielt werden oder gezeigt werden, aufgenommen werden. Und zum Glück hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen verändert mit Erika Lust, also Regisseurin, mit feministischen Queer-Pornos, die viel mehr auch probieren, das breiter zu machen und auf ein breiteres Publikum, insbesondere eben auch viel mehr auf Frauen ausgerichtet. Jetzt ist es ja so, dass die Pornografie ein knallhartes Business ist, oder? Und das ist ja vermutlich der DarstellerInnen gegenüber nicht unbedingt immer sehr zuvorkommend. Du hast jetzt Frau Lust erwähnt, die sich sehr dafür engagiert, dass da ein anständiger Umgang gepflegt wird. Jetzt gibt es ja dann wahrscheinlich einen Konflikt bei den ZuschauerInnen. Wie geht man mit dem Konflikt um? Oder wird das einfach ausgeblendet? Das ist mir scheißegal.
Also du meinst jetzt speziell Frauen, die Pornos schauen, wie gehen die mit dieser Idee um? Wie geht es jetzt Ja, dieser Darstellerin im Film? genau. Interessanterweise ist das für Männer genauso ein Thema. Also Männer, viele überlegen sich schon, mit uns gibt es ein bisschen zwei Sorten. Die, die einfach dann im, sag jetzt mal, Sexflash sind, die einfach sagen, ja, boah, also solange es nicht kriminell ist, was ich da, oder illegal ist, was ich da schaue, kümmert mich das nicht. Also ich denke, das sind natürlich auch moralische Überlegungen. Und bei der Frau ist das da, und eben, und dann gibt es die andere Sorte Männer, die vielleicht auch sonst anders unterwegs sind im Leben, wo wir dann nicht so abschalten können, kann man jetzt ja sagen, ist ja auch schön, oder? Ist ja auch eine gute Qualität, wo dann wir sich auch währenddessen überlegen, ja, aber das kann doch jetzt die Frau nicht wollen und so weiter. Aber wenn wir davon ausgehen, dass eben meistens ein Porno geschaut wird, um die Erregung zu steigern, dann würde man das eher ausblenden wollen. Und das beobachte ich auch bei Frauen. Außer eben sie mehr, also dass sie das, dass es wie die zwei Sorten gibt, die sich vielleicht auch engagieren, die auch sagen, hey, aber das kann ich nicht sein, ich will vielleicht auch aus emanzipatorischen Gründen, politischen Gründen, wo sich da dann das auch gerne nicht, wenn abschalten, wenn sie einen Porno schauen. Im Gegenteil, anfangen nachdenken. Zum Beispiel, aber das Also, was ist dann ist nicht denn? so förderlich, wenn wir jetzt wieder unsere sexuellen Erregungsfunktionen überlegen. Also die Frau würde dann wahrscheinlich nicht unbedingt zu dem Ziel kommen, wo sie vielleicht möchte, wenn sie einen Porno schaut. Dann ist sie vielleicht eher wissenschaftlich unterwegs oder eben politisch unterwegs und schaut einen Porno. Hast du denn eigentlich auch erforscht, inwieweit sich die Personen, die Pornofilme konsumieren, also ganz egal, jetzt ob Mann oder Frau, inwieweit die sich als Zuschauende mit den Agierenden vergleichen? Also das ist noch interessant, aus sexologischer Perspektive gibt es da wie eigentlich so zwei Varianten, wo entweder stellt man sie, entweder ist man zuschauend, die Person, eben egal wie du sagst, ob Frau oder Männer, wo, dann ist man zuschauend, dann ist es so ein bisschen, das hat dann eher den Touch von etwas Voyeuristischem, also Menschen, die auch sagen, ja, ich tue sowieso noch gerne so ein bisschen zuschauen. Und dann gibt es die Menschen, die Pornos eher schauen und sich in die Rolle hineinversetzen. Also die sehen sich dann selber als der Mann oder die Frau, die in Action im Porno ist. Und die sind viel mehr im Erleben drin als die Zuschauenden. Das hat sexologisch eine rechte Relevanz, weil die Menschen, die dann eben sich vorstellen, sie sind jetzt der Mann oder die Frau in dem Porno und erleben viel mehr auch mit dem Körper denn eigentlich in der Vorstellung, was da jetzt gerade gemacht wird und sind viel näher an ihrem Körper dran. Und die Menschen, die sich einfach nur zuschauen, sind wie so ein bisschen außen vor und beobachten das Ganze und sind häufig dann eher fast bis zu ein bisschen abtrennt von ihrem Körper. Und das hat auf das Erleben oder auf den Einfluss der Porno-Konsum auf die eigene Sexualität hat das eine extreme Relevanz. Weil je fester ein Porno einfach so geschaut wird, ohne erleben, was da im Körper passiert, desto mehr gibt es so eine Art einen Teufelskreis, der dann beim dranghaften Pornokonsum auch stattfindet. Weil je weniger der Körper gespürt wird, desto mehr gibt es einfach so eine Handlung. Also man schaut und spürt aber nichts, kommt dann vielleicht zum Orgasmus und nachher ist das aber wenig so befriedigend. Und dann hat man wieder das Gefühl, okay, es fühlt sich ein bisschen schal an oder jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Und das sind dann so derige mögliche Verläufe, die dann irgendwann bei mir in der Praxis landen, wo Männer sagen, ich habe es überhaupt nicht mehr im Griff. Ich schaue Pornos, aber ich muss gerade wieder. Und dann gibt es eine Art, so ein suchtartiges, ich rede nicht gerne von Sucht, reden, aber ein suchtartiges Verhalten. Ja, du hast ja gesagt, dranghafter Ja. Pornokonsum. Das finde ich eigentlich eine Ja. gute Beschreibung. Finde ich viel besser. Es gibt jetzt auch zum Glück neuerdings eine bessere Definition, anstatt von der Pornosucht zu reden. Und das ist das SPPPU, also Self-Perceived Problematic Pornographic Use. Also selber erlebt. Es geht darum, ist zu leiden. Das ist ja bei vielen Süchten so, oder? Das ist ja auch, zu leiden ist also habe ich selber das Gefühl von, ich kann es kontrollieren oder eben nicht mehr. Und das ist das Kriterium von, braucht jemand Hilfe oder nicht. Und nicht, wie häufig schaut jemand. Also auf die Pornosucht möchte ich nachher gerade sprechen kommen. Mich nimmt etwas anderes wunder. Man könnte jetzt ja denken, dass wenn die Sexualität mit dem Partner oder dem Partner erfüllend ist, bräuchte es gar keinen Pornokonsum.
Ja, das ist eben falsch, aber das ist nicht der Porno selber, sondern das ist ganz klar die Solosexualität. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit der eigenen Sexualität. Wenn man dort drin investiert und weiss über den eigenen Körper, über die eigenen Bedürfnisse, über was einem erregt und was nicht, auch zum Beispiel, welche Erregungsquellen für einen interessant sind. Vielleicht ist das etwas Visuelles wie ein Porno, aber vielleicht ist das auch etwas Auditives oder vielleicht ist das eine Berührung. Oder da haben wir ja 5 Sinn. Und der Porno tut nur den visuellen Sinn ankicken, oder? Das ist ja nur ein Sinn und das ist nur ein Quelle. Und je nachdem, wie viel man da, was man da das Wissen über den eigenen Körper hat und über die eigenen Bedürfnisse und wie die eigene Sexualität funktioniert, weil das ist ja sehr individuell, desto besser kann man nachher auch sich selber und seinen eigenen Körper erleben in der Sexualität und auch die eigene Lust erleben, also mit dem Partner oder der Partnerin. Also ein Votum für den Konsum von Porno? Unter Umständen, also ich finde überhaupt nicht dagegen, sondern viel, also umso mehr ein Votum für selber entdecken, was gefällt einem, was nicht, im Porno, aber auch als andere Varianten von Pornos. Dass es einfach eine Variante ist. Es ist eine mögliche Erregungsquelle. Und je, also, ab wann ist man pornosüchtig? Wenn man selber das Gefühl, also wenn man merkt, ich habe das nicht mehr im Griff. Ich kann nicht mehr steuern, wenn ich schauen will, wenn ich aufhöre, wenn ich den Porno abstelle und wenn ich wieder schauen will. Und Konsequenzen. Also, dass man ein Leiden stattfindet, wo man kann sagen, wegen dem häufigen Pornokonsum haben wir immer Streit, kann ich mich nicht mehr konzentrieren bei der Arbeit, bin ich vom Chef schon angesprochen worden, habe ich Schlafstörungen. Das ist so das, was in der Praxis kommt, wenn jemand tatsächlich mit einem ausgeprägten, dranghaften Pornokonsum kommt. Gibt es auch Frauen, die pornosüchtig sind? Nein. Nein. Das ist aber eine kurze Antwort. Ja, ich denke, ich muss dich jetzt auch ein bisschen anregen, zum Überlegen. Also, was denkst gedacht, du sagst jetzt, was denkst nein, du, warum? Eben, ich weiss nicht. Ich erwarte, dass du sagst, entweder nein aus den und den Gründen oder ja. Das ist ja ganz ein interessanter Fakt, wenn man das Wort in dem Zusammenhang kann brauchen, dass sich die Mann und Frau so unterscheiden. Ja, und das ist tatsächlich so, da können wir alles besprechen von Sozialisierung und alles, aber es gibt einen recht grossen Unterschied, nicht nur eben in dem Fakt von dem Pornosucht oder nicht, sondern eben auch von wie die Sexualität gelebt wird und was für Quellen genutzt werden, weil es ist so, dass die meisten Männer auf die visuelle Quelle extrem ansprechen und die visuelle Quelle ist eben der Porno, aber das kann ja auch das Gegenüber sein, also auch in der Paarsexualität zeigt sich genau das gleiche Phänomen, dass es bei den Männern so eine gewisse fokussiert hat auf das, was man optisch sieht, gibt, wo die Frauen für die Frauen viel, viel breitere Quellen haben, viel mehr Nutzen an Sinnesquellen für die Luststeigerung oder die Erregungssteigerung. Und wie spricht man denn jetzt das Thema an? An wer? Ihr? Ja, jetzt kann es ja nur noch die Frau sein. Wie du gesagt hast, Frauen haben keine Sucht. Abhängigkeit gegenüber Pornos, dann kann es ja nur der Mann sein. Wie spricht die Frau den Mann an, wenn sie das einen problematischen Pornokonsum feststellt? Ich empfehle den Frauen fragend, also dass sie sehr bei sich sind und wir sagen, hey, schau, ich mache mir Sorgen um dich, weil ich stelle fest, du bist, was auch immer, zerstreut. Ich habe das Gefühl, irgendwie, vielleicht ist auch noch eine Angst dahinter. Ich habe das Gefühl, seit diesen Pornos, sie haben dich da ein paar Mal verwünscht, was auch immer, interessiert dich unseren Sex gerne nicht mehr. Ich habe das Gefühl, du lebst wie in zwei Welten. Irgend einfach so ihr Erleben, dass sie das im Sinn von einer, hey, ich mache mir Sorgen. Können wir über das reden? Ganz direkt. Können wir über das Porno schauen, reden? Ich habe das Gefühl, du hast eine erektile Dysfunktion. Das würde natürlich dann die Beziehung extrem beleben, so das, eine Bemerkung. Ja, das wäre sehr ideal, vor allem weil mit der erektilen Dysfunktion ja Männer sowieso schon einen riesigen Druck haben und Leistungsdruck. Nein, das würde ich so nicht machen. Genau, darum umso mehr von den eigenen Empfindungen ausgehen und auch durchaus jetzt beim problematischen Konsum von der eigenen Sorge. Aber was du, es gibt ja, die Sorge ist ja nur eben, wenn jetzt eine Frau das Gefühl hat, mein Mann ist pornosüchtig oder hat es nicht mehr im Griff. Was aber viel, viel häufiger die Realität bei der Paar ist oder fast bei allen, ist, dass Frauen finden,
oh, irgendwie, das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen Eifersuchtsgefühl. Ich habe das Gefühl, irgendwie, dass seit diesen Pornos verändert sich alles. Wir haben irgendwie, du schaust mich anders an oder sicher vergleichst du doch mich mit diesen Frauen in diesen Pornos und so weiter. Das ist ja viel mehr eine Sorge, die Frauen schildern. Und was sagst du denn als Therapeutin? Was ist denn dein Therapieansatz? Ich nehme es extrem ernst, die Gefühle und die Ängste, weil ich finde, das ist eine Realität, die gar nicht so weit weg ist von einem Thema, das wir ja alle kennen in Partnerschaften, mehr oder weniger natürlich. So wird das Gefühl, ja, ich muss die einzige Frau sein in dem Leben des Menschen und der Mann darf keine andere Frau auf der Straße anschauen. Und das ist ja ein Thema, das uns alle sicher immer wieder einmal beschäftigt, je nachdem, wie selbstbewusst man unterwegs ist. Aber es ist sicher für alle zwischendurch einmal irgendein Gedanken oder ein Gefühl. Und das ist genau das Thema, wo das die Pornoproblematik bei den Paaren trifft. Das ist genau das gleiche Thema. Je mehr eine Frau das Gefühl hat, hey, ich gefalle mir, ich finde mich sexy, ich bin attraktiv, ich möchte gerne guten Sex mit dir, desto weniger persönlich nimmt sie den Pornokonsum von ihrem Mann. Und auf das schaffe ich hier bei den Frauen, dass ich ihnen zuerst sage, hey, das ist völlig normal, dass sie sich da Gedanken machen und das nicht so cool finden. Aber schauen wir doch miteinander an, Frau sowieso, wie ist denn das? Was haben Sie denn selber, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie wie die einzig sind oder dass er überhaupt keine andere Frau dürfen, ist das eine Bedrohung. Und dann schaue ich mit ihr die Ängste an, die sie hat und nehme die ernst und mache nachher durchaus auch mal so ein bisschen das Gegenexperiment und sage dann dieser Frau, ja, sind sie nicht auch schon mal im Ausgang gewesen und haben einen anderen Mann angeschaut und haben dann vielleicht am Abend noch ein bisschen von dem weiter fantasiert, vielleicht dann durchaus auch ohne Kleider. Und dann sagt sie, ja sicher. Und dann sage ich, ja, und dann muss dann jetzt ihr Mann wegen dem Angst haben, dass sie ihn verlassen. Und dann sagt sie, ja, natürlich nicht. Und so kann sie den Perspektivenwechsel machen und merkt, okay, ich glaube, so bedrohlich ist das vielleicht gar nicht. Und dann als dritter Schritt ermuntere ich die beiden, dass sie genau über das miteinander reden, dass die Frau auch direkt von ihrem Mann, weil es geht ja nicht um Therapeuten, die ihr jetzt da etwas klar machen will, das vermeide ich eher, sondern ich schaue eher, dass die beiden ins Gespräch kommen und da braucht es ein bisschen eine Mediation oder ein bisschen eine Unterstützung, weil das ja ein riesiges Tabuthema ist. Und dann schaue ich, dass die miteinander reden, dass die Frau dann, dass der Mann auch darf das korrigieren und auch darf sagen, hey, aber sorry, weißt du, das, was ich in den Porno schaue, das ist einfach, das schaue ich, wenn ich am Abend vom Arbeiten heimgekommen bin, dann habe ich einen Orgasmus, nachher bin ich entspannt, dann geht es mir wieder gut und dann, das hat doch nichts mit dem zu tun, was ich mit dir im Bett will haben. Sie wird dann aber sagen, ja, der Orgasmus hättest du gescheiter mit mir. Ja, und dann tun ich auch wieder ein bisschen eingreifen und sagen, ja, tun auf das zurückführen, dass je besser, also je, das, was ich vorher gesagt habe, je mehr eine Frau und natürlich auch aber die Frau, jetzt, wo wir davon reden, je mehr die in ihrem Körper gut verankert ist und sich attraktiv fühlt und sich selber gefällt, sprich auch mit sich selber weiss, was anfangen, auch in der Sexualität, im Rahmen von der Solosexualität, die ist nachher auch nicht so anfällig. Die kann dann auch immer besser sagen, ja, dann haben wir vielleicht am nächsten Abend noch einen Orgasmus miteinander. Und du würdest ihnen dein Buch in die Hand drücken? Ja. Und sagen, hey, schaut, ihr müsst miteinander Pornos schauen. Also ihr könnt, das ist eine Variante, weil man muss sich ja mal überlegen, was passiert, wenn jetzt ich dann jedem Paar inzwischen, der zu mir in der Praxis ist und mit dem Thema also Schwierigkeiten hat, sage ich, ja, dann gebe ich die erste Aufgabe ohne viel Kommentar, einfach so sage ich, gehen Sie heim, schauen Sie morgen übermorgen einmal ein Porno miteinander, was passiert? Die zwei hocken her und dann sagt sie, ja, stell du mal ein. Und dann er, ja, aber, ja nein, sag doch du mal, was du an mich schaust. Ja, aber dann hast du noch das Gefühl, ich wähle das real. Aha, wieso schaust denn du nicht? Aha, wieso schaust denn du nicht das, was du eigentlich gerne mit mir willst? Oder was du vermisst mit mir? Ja, nein. Und dann ist man im Gespräch. Ja, dann, also dann zeig mal du den Porno. Was findest du das? Findest du das lässig? Oder findest du das erregend? Ja, nein, aber dann switche ich dann halt weiter und dann schaue ich den nächsten und dann geht dann das schnell und dann fangen sie an reden über was ist eigentlich, was passiert da und was interessiert sie und was interessiert sie nicht und was ist da auch vielleicht eben einfach eigene Sexualität, die eben nicht viel mit der Paarsexualität zu tun hat und was gibt es vielleicht auch für Überschneidungen, was gibt es, das ist ja auch ein Effekt, also dass es teilweise ja durchaus Sachen schaut, die man vielleicht auch tatsächlich will umsetzen und dann kann man ja vielleicht auch austauschen, hey, gibt es da noch Fantasien, wo man gerne mit du hast jetzt ein Buch geschrieben, hast geforscht, hast 1000 Paar oder mehr als 1000 Paar befragt.
Bist du auch die Einzige, die so etwas macht? Oder wie sieht es da aus in der weltweiten Pornoforschung? Ist das ein Gebiet, das interessant ist? Oder? Ja, also in der kleinen Schweiz bin ich tatsächlich die Einzige mit so einer Studie. Aber zum Beispiel die Madita Oeming in Deutschland ist eine Pornoforscherin und sie hat jetzt nicht den Fokus auf Paar, aber einfach auf Pornos generell, auch viel mehr so die gesellschaftlichen Aspekte, die politischen Aspekte. Das ist jetzt das, was ich in meiner Studie nicht fokussiert habe. Also da gibt es schon so ein bisschen, gibt ganz wenige, aber also mit Paar, der Fokus auf Paar, da bin ich, glaube ich, immer noch relativ allein auf weiter Flur. Wie soll die Gesellschaft, du hast es gerade selber angesprochen, mit dieser Situation umgehen? Das ist ja immerhin, was hast du gesagt, 80% von der Frauen und praktisch jeder Mann konsumieren Pornos. Hat die Gesellschaft auch eine Verantwortung? Ja, einerseits finde ich, die Enttabuisierung, da können wir nicht genug machen. Eben reden darüber auch in der Schule, im Rahmen von der Aufklärung soll Pornos auch ein Thema sein. Ich bin viel auch in die Schule gegangen, in Gymnasien und so. Und die sexuelle Aufklärung, da finde ich, das ist sicher besser als noch vor 20 Jahren. Aber bezüglich Porno finde ich auf jeden Fall Enttabuisierung. Das finde ich, ist der gesellschaftliche Auftrag. Eigentlich gerne viel mehr als Enttabuisierung und auch eben nicht pathologisieren, also auch nicht so mit dem Suchtaspekt, das ist ein Bereich, ja, aber der Umgang im sag jetzt mal, der Durchschnittskonsument, das ist das, was wichtig ist, dass man darüber redet und sich bewusst ist, ja, die meisten schauen, das gehört dazu, das ist ein Teil, wie heute die Jungen lernen, wie mit den Handys umgehen. Das ist ein bisschen ähnlich, oder? Auch als Eltern, das ist etwas von einem anderen Bereich, wo ich auch häufig gefragt werde, ja, wie gehen wir denn jetzt mit dem um? Ist nochmal ein bisschen anders, also hat sicher noch ein bisschen, müsste man noch ein bisschen ausführen, aber grundsätzlich ist es das Gleiche, nicht tabuisieren, sondern klar sich bewusst sein als Eltern, wir können das nicht verhindern. Da können wir noch so Bildschirmzeit und Schoner und Altersgrenze und alles, die werden einem immer... Nein, das geht alles nicht. Studien zeigen ja, dass die meisten Sechsjährigen schon mal mit Pornografie konfrontiert worden sind. Ja, was macht man da? Wie geht man als Eltern damit genau, um? Genau, das ist die Aufgabe für unsere Gesellschaft. Einerseits bei den Kindern, aber eben auch weiter, auch bei Erwachsenen, ist ja auch immer noch nicht wirklich weiss, man, wie damit umgeht. Darum wollte ich auch das Buch schreiben, weil es mir wichtig ist, die Studienergebnisse, die sind ja meistens immer nur so geschrieben, dass es nicht für den allgemeinen User lesbar ist. Und darum ist mir das Buch auch wichtig gewesen. Und als Eltern, wie man als Eltern damit umgeht, da braucht es natürlich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Das ist schon nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Aber was ich wichtig finde als Eltern, dass man nach an den Gefühlen, Empfindungen, die kommen, wenn zum Beispiel so ein 6-jähriges Kind so einen Porno beim Kollegen oder auf dem Handy oder was auch immer sieht. Also ja gar nicht verorten. Der Inhalt kann das in keiner Art und Weise irgendwo positionieren. Also, und dann, aber noch verrückter, der Inhalt nicht, aber auch, was es im eigenen Körper macht. Und da sind wir ja wieder bei dem wichtigen Thema mit dem Körper. Wenn als Eltern man einfach nur kann sagen, mal so nebenbei, ja, du hast sicher auch schon mal irgendwie so etwas gesehen, wo vielleicht... was habe ich, wie würde ich das sagen, ein 6-Jähriger würde ich es vielleicht nicht ein Porno sagen, aber du hast sicher mal etwas gesehen, wo so wie Sex war. Zum Beispiel hast du schon mal Sex gesehen im Fernsehen oder im Film oder etwas. Und dann, natürlich muss man das Kind ja nicht ausfragen, das würde ja nicht wollen. Also ein 6-Jähriges vielleicht schon, aber das kommt ja nur darauf an, ob ein 12-Jähriges oder ein 6-Jähriges. Aber mehr allgemein jetzt gesprochen, ist es auch wichtig, dass man dann die Empfindungen normalisiert. Weil wenn jetzt das 6-Jährige den Porno sieht und komplett verstört ist und gleichzeitig aber auch eine gewisse Erregung spürt, was völlig normal ist. Und in dem als Eltern wir sagen, ja, aber das darfst du denn nie schauen, das ist ganz, ganz schlimm. Dann hat das Kind das Gefühl, hey, dass ich da so ein Kribbeln im Bauch habe, das ist, ganz dann schlecht. Bin ich krank, oder? Und das ist wichtig, dass man beide Empfindungen von dem einerseits können, also dass man das wie so ein bisschen aufzählt und vorschlägt, gell? Das kann, also ich würde das jetzt zum Beispiel so machen, gell? Das kann sein, dass das einem irgendwie
gruset oder dass man findet, was stelle ich gerade in der App. Aber dann kann natürlich auch sein, dass man einfach auch so das Gefühl hat, was ist aber gleich noch interessant, ah, ich gehe noch mal schauen. Und nachher stellt es einem wieder ab, dass man die Spannbreite von diesen Gefühlen und Empfindungen auch kann diesen Kindern wie vorschlagen kann, weil sie können es ja selber nicht benennen. Und dann sind wir ja schon wieder in der Enttabuisierung. Mhm. Du, welche Bedeutung haben eigentlich soziokulturelle Faktoren auf den Pornokonsum? Also was ich beobachte, ist Religionen. Das ist das, was ich in der Praxis beobachte als relevanten Aspekt. Wo aber die katholische Kirche ist doch recht offen im Umgang mit Pornografie. Ja, sehr. Das sehr. Sind sozusagen die Vorreiter, genau. Ja, Gott, ja. Ja. Also wie man da sozialisiert worden ist, eben vor allem mit dem religiösen Hintergrund, das sind dann so wie die Normen, die man ja mitkriegt, das sind so die inneren Stimmen, das kennst du sicher auch so von der Kindheit, irgendwie so, dass, was hat die Mutter immer gesagt oder was hat der Onkel immer gesagt, so dass, oh, das darf man nicht oder was auch immer. Und das ist, das tut einem halt so prägen, wie so vieles anderes. Da müssen wir jetzt nicht über psychologische Faktoren reden, aber das ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht anders als bei anderen so in innerer Stimme und Wertvorstellungen, die einen prägt haben. Und bei derigen Klientinnen und Klienten beobachte ich einfach, dass es wie ein bisschen hartnäckiger ist, wenn ich daran arbeiten will, um da so ein bisschen wie freier werden und auch so ein bisschen leichter mit dieser Thematik gegenüber. Ja, das ist etwas, was ich auf jeden Fall beobachte. Also da habe ich natürlich auch schon Klienten, also ich arbeite, wenn ich jetzt eine Sexualtherapie mache, zum Beispiel mit bezüglich dranghaftem Pornokonsum, dann müssen die, hast du vorher ja sicher jetzt festgestellt, dann geht es ja fest auch um den Körper, oder was erlebt man da, was kann man da verändern und nicht einfach Porno weg. Das mache ich nie, das ist nie das Ergebnis von einer Therapie, auch wenn das Bänder Dynamik so sich vorstellen und kommen und sagen, ja, machen Sie, ich schaue nie mehr Porno. Sage ich, das wird nicht gehen, machen wir nicht, aber wir schauen, was sie für einen Umgang damit hat. Das heisst, wir arbeiten mit dem Körper und dann für das müssen sie dann wirklich eine Aufgabe, die sie daheim dann müssen in der Solosexualität anfangen, sich beobachten, oder was passiert am Körper und so weiter, wie ich schon gesagt habe, mit der Atmung, mit der Anspannung, mit dem Muskeltonus und so weiter. Und wenn ich jetzt einen Mann, das ist mir schon ein paar Mal passiert, wo einen religiösen Hintergrund hat, der sagt, ja, ich bin verheiratet, ich darf kein Solosex haben. Dann fängt es natürlich an. Und eben das ist dann so ein bisschen hartnäckig. Und dort muss ich natürlich dann ganz gut nachfragen, dass sie idealerweise ja selber drauf kommen, was sie könnten davon haben. Also von dem Projekt, von dieser Therapie, wo sie eben anfangen müssen, auch lernen, wo sie sich einen Raum schaffen müssen, dass sie selber können. Weil Veränderung kann ja nur passieren, wenn man übt. Stellst du auch eine Abstumpfung fest? Ja, auf jeden Fall. Das gehört, das ist ein bisschen Teil von dem Teufelskreis, sage ich jetzt einmal. Von denen, die eben das nicht mehr so im Griff haben, da gibt es auf jeden Fall eine Abstumpfung. Aber das ist wieder ganz gekoppelt. Ich würde nicht generell sagen, das wird ja häufig gesagt, ja, die Gesellschaft und wir, und das gibt ja eine generelle Abstumpfung. Aber ich würde das ein bisschen detaillierter sehen. Und zwar eben nicht beim durchschnittlichen Konsument, sondern viel, viel mehr bei denen, die schon bereits ein bisschen in dem dranghaften Teufelskreis drin, oder Drangkreis, sagen wir, im Drangkreislauf drin sind, wo dann eben auch nichts mehr spüren, oder? Und dann muss es ja immer krasser sein, es muss immer, die Bilder müssen ja eigentlich, wenn wir nochmal von den Quellen uns überlegen, oder? Das ist eine Quelle, die da kommt. Und wenn dann die, muss immer stärker sein, weil man spürt es ja gerne nicht im Körper. Es geht ja einfach nur bei den Augen rein, geht direkt ins Belohnungssystem und dann muss es immer stärker, immer der Reiz muss immer stärker sein. Und das ist der sogenannte Abstumpfungseffekt. Kann man das Hirn dann auch reparieren, wo dermassen strapaziert worden ist? Muss man? Kann man? Kann man? Ach, ich bin jetzt nicht weißt, in dem Hirnforschung, jetzt, okay. Ja. Ich tue jetzt einen radikalen Porno-Entzug machen und nachher tun sich die strapazierte Areal im Hirn wieder erholen und ich kann wieder empfinden wie vorher. Nein. Futsch ist futsch. Nein, sehe ich überhaupt nicht so, dass das so funktionieren wird. Also erstens finde ich, absolute Abstinenz ist nie der Weg beim Porno. Ich will nicht über andere Süchte reden, aber beim Porno ist es definitiv nicht, weil ein Umgang muss gefunden werden. Und ich habe mehrere Therapien gemacht mit Männern mit dranghaftem Konsum, die selber gesagt haben, ja, aber ich setze mir jetzt das Ziel, ich mache Null Toleranz. Und ich bin nicht einverstanden gewesen
und sie haben es wollen mir beweisen. Und selbstverständlich ist es nicht gegangen, weil der Teufelskreis verstärkt es ja noch mehr, weil es würde nicht funktionieren. Der Druck wird immer grösser und wenn der Porno der einzige Stressregulationsmechanismus ist, den sie kennen, weil sie eben vielleicht nicht gehen Sport machen oder ein Bier trinken, was auch immer, Gott, da sind wir wieder in einer anderen Gefahr drin, aber ich meine jetzt eben Sport machen oder weiss ich nicht was, oder? Wenn sie nur noch den Porno haben, dann ist ja der Teufelskreis schon wieder dort, oder? Dann stressen sie sich, weil sie sich so ein hohes Ziel setzen, was sie eh nicht schaffen. Nachher schauen sie wieder und dann haben sie auch nur schlechtes Gewissen und dann ist ja das genau wieder schlechtes Gewissen, Stress, also nochmal Porno schauen. Und dann sind sie schon wieder drin. Und wenn ich das ihnen kann aufzeigen, den Kreislauf, den verstehen sie eigentlich immer. Und dann sind sie spätestens dann, wenn sie das einmal durchgespielt haben, sind sie eigentlich bereit zu sagen, okay, also dann schauen wir Frau Danatsch, helfen Sie mir zu schauen, wie schaue ich Pornos und nicht keine mehr, sondern eher wie. Was verändere ich an meinem Pornokonsum? Und nicht, welche Bilder schaue ich, sondern was verändere ich an meinem der Art und Weise, wie ich schaue. Mhm. Du, wo findet man am schnellsten den besten Porno für Paar? Ich denke, man muss da wahrscheinlich zahlen. Weil, also das ist sicher mal ein absolutes Qualitätsmerkmal. Und erforschen. Also ich meine selber, also für sich einfach schauen, was gefällt mir denn. Und ja, meistens ist man dann, landet man eben nicht beim Mainstream, sondern eben bei Regisseurinnen, die in dem Femporn-Bereich sind. Und da gibt es jetzt inzwischen schon wirklich einige Seiten oder auch, jetzt kommt es mir gar nicht hin, Oh My Gosh, Yes. OMG, Yes. Okay. Ja, also es gibt... Eben, und die Frau Lust. Ja, und das heisst ja auch nicht, dass denn all das einem gefällt. Das ist dann auch nicht ein Garant. Da sind dann vielmal den Paar und Frauen fragen dann immer, ja, haben sie so eine Liste und so, ja. Und dann, wenn ich natürlich sie auch auffordere, zu sagen, ja, dann gehen sie mal auf diese Seite oder auf die, eben Erika Last, Oh My Gosh, Yes und so weiter, dann ist ja das auch nicht, ja, und das ist jetzt ein guter Porno. Nein, bei weitem nicht, sondern ich rege sie an, zu überlegen und zu spüren, ja, was macht jetzt das mit mir, was gefällt mir. Und bei den Frauen ist das ja interessanterweise ein bisschen, die brauchen häufig ein bisschen mehr, soll ich dem sagen, so ein bisschen... Content. Wie Content? Nein, ich meine mehr so ein bisschen Aufforderung, auch dürfen mal wilde Fantasien haben. Also die Fantasie ist ja, das ist ja noch der andere Aspekt, das ist ja ein bisschen ähnlich wie der Porno, einfach ist es selber dreht oder ist man die eigene Regisseurin. Aber das verhält sich relativ ähnlich bei den Frauen, bei den Fantasien und beim Porno, dass es so ein bisschen wie so sich selber recht einschränken im Sinne von so, oh nein, das kann ich doch nicht schauen, das ist doch grusig, was auch immer, oder das ist doch krass oder so, oder das ist doch... pervers. Ja, eben. Und was denkt er jetzt von mir? Ja, genau. Und dort erkläre ich den Frauen eben ganz fest, erklären, hey, das, was ihr schaut und ihr für die Erregungssteigerung schaut oder fantasieren, das sind eben die beiden Ebenen, das heisst nicht, dass ihr das wollt. Also in der Statistik, es gibt ja immer die Pornhub-Statistiken und es gibt immer die Hitlisten und so und das wechselt ja alle Monate und dann ist es einmal... Das auch nicht Schulpornos und dann mal ist es einen Monat lang irgendwie was auch nicht, irgendwelche Hitlisten oder Präferenzen. Und das deckt doch nicht ab, was Gesellschaft will, sondern das sind einfach irgendwelche so, wie sage jetzt mal, Modeerscheinungen, wie es einen Modetrend gibt. Und das zeigt ja auch gut, dass das ist nicht das, wo der Fantasie oder der Vorlieben, muss ich vielleicht besser sagen, von den Menschen entspricht. Und darum bringe ich auch das Bild, wenn es mit dem Perspektivenwechsel, oder? Wenn jetzt eine Frau sagt, aber dann haut der mir auch ab und denkt, ich bin dann nicht mehr genug, oder? Das ist das Gefühl von nicht genügen und will die Einzige sein. Und das sind halt alles so, das sind halt so Ängste, die wir doch alle in irgendeiner Form mit uns mittragen, je nachdem, wie selbstsicher wir unterwegs sind im Leben. Ja. Hat man eigentlich irgendwann einmal genug Pornos gesehen als Pornoforscherin? Ja, ja, ich habe es gesehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dursina Donatsch.
Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.